Fick dich doch selbst, ey. Oh Mann, wieso kann man die Vex-Mythoklasse. Wieso kann man die Vex-Mythoklasse nicht upgraden, ey? Eines der geilsten exotischen Waffen. Wovon redest du? Nee, oder? Ah, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Oh Gott. Aber ich frage mich, warum unsere Hüllen einfach kein infodiert werden können, ne? Also, dass die keine Geisterhöhlen kriegen, die infodiert werden können. Sind ja irgendwie nicht, ne? Oh. Unsere Geisthülle hat gar kein Level. Die ist Exklusiv-Item gewesen. Ja. Na super. Auf gut Deutsch gesagt, den kann man nie hochleveln. Ja, aber ich würde die gerne aufleveln, weil ich mag die sehr gern sogar. Die ist eine meiner Lieblingshüllen. Ja, hat sie. Der blöde Arsch, die Falkenmond. Ja, kranke Scheiße. Und die sieht auch noch stylisch aus, ne? Muss man dazu sagen. Ist die Falkenmond. Guck gleich mal nach, ob die Falkenmond in Jahr 2 dabei ist. Würde mich interessieren. Ist doch scheiße. Ja, das ist ja normal. Weil sie ist einfach overpowered, bla bla bla. Finde ich eine Sauerei, ehrlich gesagt. Das ist eine richtig geile Knarre. Und jetzt. Aber ich habe gehört, dass alle exotischen Waffen trotzdem noch mitgenommen werden, aber erst später. Habe ich gehört, ob das so ist, weiß ich nicht. Ein Solarschwert ist auch schon in 238. Du weißt schon, wie man die exotischen Schwerter kriegt? Okay, erkläre ich dir. Du musst dein lilanes Schwert auf 280 bringen. Witzbold. Wenn du es auf 280 gebracht hast, dann kriegst du eine Quest vom Waffenmeister und dadurch kriegst du dieses Exotische. Aber, jetzt kommt der Gag. Wenn du alle drei verschiedenen exotischen Schwerter haben willst, musst du bei jedem Charakter ein anderes Schwert nehmen. Das heißt, du darfst nicht immer das Arcus, das Solar oder das leere Schwert nehmen. Ich will alle exotischen Waffen haben. Willst du mich anmachen? Meins ist größer als deins. Ja, du mich auch. Wir sind ja nicht bei Fantastic Four. Der neue Fantastic Four Film ist scheiße.
Alter. Also, Entschuldigung, nee. Das stört mich ja noch nicht mal. Halbbruder. Nicht Halbbruder. Stiefbruder war es, glaube ich. Warte mal, was wollen die aus Spider-Man machen? Ja, dann guck ich mir nicht mehr an. Nee. Tut mir nicht leid. Nee. Spider-Man in Linda, ey. Oh mein Gott. Nee, das will ich nicht. Oh nee, Entschuldigung, aber nee. Und wie weit habt ihr den Endboss runter? Dachte ich mir. Ja, dann kannst du uns ja beitreten. Oder soll ich dir eine Einladung schicken? Das stimmt ja. Aber ich schick dir nochmal schnell eine Einladung. Sicherheitshalber. In eine Truppe einladen. Los, wir müssen sterben. Los, Laguna! Wir müssen sterben! Ihr tretet gegen Skolas, den betrügerischen Kell, an. Ich will mal kurz was testen. Drei Schuss. Interessant. Ich habe ihn gerade nur was austesten wollen. Los, wir können sterben gehen. Ich hab den gerade mit Primärwaffen angegriffen. War guter Schaden. Tötet mich mal schneller, ihr Schlappschwänze. Oh Gott, dann messer ich ihm eben. Hallo, meine Fresse, wie lange der gebraucht hat. Kannst beitreten, kannst beitreten. Jetzt. Was? Wie jetzt? Du hast doch wieder eine Einladung. Ich hab doch eine geschickt. Scheiße. Nochmal eine Einladung. Dann los, diesmal sterben wir sofort. Ihr tretet gegen Skolas. Los, jetzt kannst du. Wenn wir tot sind. Warte, warte. Komm schon. Ey, töte uns doch endlich mal. Oh Gott. Ey. Wie lange braucht ihr denn noch? Wir stehen schon vor ihm. Na endlich, wir sind tot. Und? Jetzt bin ich lang. Ja, probieren wir es nochmal. Kann nicht sein, ey. Das können wir gleich abbrechen, Laguna.
Bis bald schaffen wir den nie und immer. Ja, Spieler ist beigetreten. Na super. Ausgerechnet jetzt, wo wir hier drin sind. Da ist Cola dran. Rüstung ist auch 300, Licht ist da auch 300. Schieß auf ihn. Wo ist der? Wo ist der Penner? Alter, wo ist denn Skolas? Oh, ich wollte gerade ein Schwert bearbeiten. Bei dir also. Gut, dann komm ich zu dir. Was? Alter, Laguna! Ich hab dir drei Schläge gemacht und der hat jetzt schon so viel abgezogen gekriegt, ist das der Hammer! Wir holen dich schon. Sollen wir ihn gleich mal ein bisschen schocken? Willst du wissen, wie wir die Kills gemacht haben mit den anderen Viechern hier? Wir haben dafür keine Attacke, wir haben dafür keine Gegner, keine Bazooka so benutzt, sondern einfach nur meine Fähigkeit. Nö, Blitz. Ich habe nur mal Schock benutzt, das war alles. Damit ging er so schnell runter, das glaubt man kaum. Und das benutze ich gleich mal bei Skolas. Mal gucken, wie das da abgeht. Keine Ahnung, ich kann aber wiederbeleben in 5 Sekunden. Wurde von Snipern gerade umgelegt. Wiederbeleben. Ich suche den Servitor jetzt auch. Dann mach ich ihn kalt. Der Vito versteckt sich meistens in einer bestimmten Grube. Hier drin. Schade. Hat sich zerstört? Perfekt. Jo, Servitor sind Verbindungen sind unterbrochen. Wir sind fertig. Alter, wie schnell das runterging. Okay. Ich bin down, aber wir müssen jetzt zusammenlaufen, Black Ace. Am besten immer zusammenlaufen im Kreis. Man kann mich wiederbeleben. So, jetzt mache ich gleich mal Blitzfähigkeit bei dem mal. Mal gucken, ob der was reinhaut oder nicht. Komme. Ich glaube.